Hallo Freunde des feinen Whisky-Genusses. Hier ist wieder Ansgar, euer Whisky-Wikinger. Und heute mit einer neuen Verkostung. Und zwar dieser Game of Thrones Serie von Jiago. Und heute geht es um House Stark. Und das ist ein Dalwhinnie Wintersfrost. Abgefüllt mit 43 Volumenprozent. Gefärbt und kühl gefiltert. Dalwhinnie habe ich noch nicht ganz so viel von getrunken. Meiner Meinung nach bis jetzt eigentlich nur den Standard Dalwhinnie mit 15 Jahren. Und das ist eine Abfüllung, wie soll ich sagen, anfangs fand ich den gar nicht mal so schlecht. Auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis her, 15 Jahre, hat so um die 40 Euro gekostet. War für einen 15-Jährigen schon ein ganz ordentlicher Preis. Sehr angenehm. Und ja, die erste Flasche, die ich mir gekauft habe vor vielen, vielen Jahren, war eigentlich ganz gut. Hat mir gut gefallen. Hat eine schöne Heidehonignote und nee, war gut. Schön weich, angenehm. Über die Jahre habe ich aber das Gefühl gehabt, ne, meine persönliche Meinung, dass die Fässer bei Dalwhinnie zunehmend schlechter wurden, beziehungsweise zu oft vielleicht verwendet. Und daher bin ich jetzt eigentlich kein großer Befürworter mehr vom 15-jährigen Dalwhinnie. Aber heute geht es um den Wintersfrost von House Stark. Dem ist uns einiges schon gesagt worden, auch von mir. Und House Stark, das ist das nördliche Königreich oder das nördliche Fürstentum in Westeros, was an der Mauer grenzt, ne, von der Nachtwache. Da habe ich ja schon den oben vorgestellt von der Nachtwache. Fand ich auch jetzt nicht besonders. B-Reserve oder wie er hieß. Und bei House Stark ist das Wappentier der Wolf, und zwar ein Schattenwolf. Und der Leitspruch ist: Winter is coming. Darum auch wahrscheinlich diese Abfüllung Wintersfrost. 43 Volumenprozent. Wenn man sich so ein bisschen bei der Dalwhinnie Range auskennt, die jetzt nicht so wahnsinnig hoch ist, wird wissen, dass es auch bei Dalwhinnie eine Abfüllung gibt, die nennt sich Winter's Gold. Auch 43 Volumenprozent, auch eine Nasabfüllung, genauso wie diese hier, auch gefärbt und kühl gefiltert. Kostet im Schnitt der Winter's Gold so bei 36, 37 Euro. Diese Abfüllung hier, der Dalwhinnie Wintersfrost, 20 Euro teurer. Ein Schelm, wer dabei Schlechtes denkt. Ich gehe stark davon aus, wie bei den anderen Abfüllungen ja auch. Ausnahmen sind jetzt der 9-jährige Lagavulin zum Beispiel. Dass es sich ganz klar um den Wintersgold handelt, den sie einfach mit neuem Gewand herausgebracht haben. Aber letzten Endes die Eckdaten sind alle gleich. Kann ich jetzt aber nicht beurteilen, ist jetzt bloß so ein Verdacht meiner Seite her, weil den Winter's Gold habe ich noch nicht im Glas gehabt. Wer von euch beide vielleicht schon mal einen Vergleich getrunken hat, kann ja gerne in den Kommentaren reinschreiben, ob er auch meiner Meinung ist oder ob er da doch signifikante Unterschiede feststellt. Aber wie gesagt, jetzt geht's um den Wintersfrost, 43 Volumenprozent. Über die Farbe gehe ich jetzt nicht drauf ein, das ist ein satter Goldton, aber er ist gefärbt. Fässerauswahl kann ich jetzt auch nichts zu sagen. Ansonsten Dalwhinnie Highland Distille liegt etwas über 300 Meter über Meeresspiegel. Ja. Und wie gesagt, hat keine sehr große Range. Über House Stark gehe ich jetzt auch nicht so sehr drauf ein. Die Game of Thrones-Fans unter euch werden Bescheid wissen. Und die mit Game of Thrones jetzt nichts anzufangen wissen, würden sich letzten Endes langweilen, glaube ich. Aber nur so viel gesagt, ist eins der sympathischen Häuser in Westeros. Na, zum einen durch die Fernsehserie, durch sympathische Filmcharaktere, ne? Jon Snow,
oder Eddard Stark. Aber in den Büchern kommen sie eben halt auch relativ gut weg. Obwohl bei George R. R. Martin in den Büchern sehr interessant sind die einzelnen Kapitel immer aus der Sichtweise eines anderen Protagonisten geschrieben. Und dann gibt es da nicht dieses klassische Gut-Böse, weil das ist immer die Sache, wie man selber sich selber sieht. Na, und wer sieht sich schon selber als Antagonisten auf der dunklen Seite der Macht? Na, keiner. Aber wie gesagt, jetzt geht's um meinen Whisky, einen Highlander, 43 Volumenprozent, ohne Alter. Eine sehr frische Nase. Das, was ich mit einem Highlander durchaus verbinde. Eine Honignote, die überraschend frisch ist, wirklich. Eine Kräuternote. Also eine schöne Würzigkeit. Helle Früchte. Apfel. Junger Pfirsich. Also durch die Frische in der Nase wirkt er natürlich sehr jung. Aber jetzt auch nichts Schlechtes, ne? Also angenehm in der Nase, gefällt mir besser als der 15-Jährige. Einfach durch diese frische Note. Wirkt er nicht so altbacken. Jetzt so mit ein bisschen Luft kommt jetzt auch so ein bisschen noch eine herbere Kräuternote noch dazu. Aber der frische, junge Charakter bleibt. Und wenn man das jetzt so beschreiben würde, der Heidehonig. Also ein Heidehonig, die setzen in so einen Blütenhonig. Sehr lieblich. Wandelt sich jetzt so mehr um so einen Waldhonig, Tanne oder Kastanienhonig. Und da reden wir dann nicht über Nektar. Da reden wir letzten Endes über den Saft der Läuse, ne, den diese Bienen sammeln. Und dadurch so eine herbere Note. Interessant. Ich habe ihn noch nicht probiert gehabt, meine Frau schon. Fand ihn auch ganz gut, fand ihn lecker. Und die Flasche wurde mir zur Verfügung gestellt von Thomas, meinem Kollegen. An dieser Stelle schöne Grüße, Thomas. Und seine Frau steht auf Dalwhinnie. Er gar nicht mal so sehr, hat eine ähnliche Erfahrung gemacht wie ich. Die erste Flasche fand er ganz gut, aber zunehmend schlechter. Aber Dalwhinnie ist so, ja, was wir so als Frauenwhisky bezeichnen, ohne jetzt einen beleidigen zu wollen oder so, aber durch die recht angenehm weichen Noten, die ich hier übrigens wiederfinde und die ich beim 15-Jährigen mittlerweile vermisse, ja, das streicht es eigentlich so, diesen, ne, Eindruck. Die 43 Volumenprozent gut eingebunden, nicht störend. Ja, lang gesappelt jetzt, ne? Soll ja kein Film werden. Das Lunch. Jung. Die 43 Volumenprozent stehen ihm gut. Schieben die auch rum gut nach vorne. Weich, cremig. Honig, aber wirklich so ein herberer Waldhonig, Tanne Kastanie, Spuren von grüner Apfel, Pfirsich, nicht reifer Pfirsich, wohlgemerkt. Ja, eine Spur von Orange. Orangen, Schalen, Bitterkeit, wie wandelt sich das jetzt langsam um?
Kann auch ein bisschen Eiche sein, Eichenwürze, Kräuter sind da. Ein angenehm, easy drinking Highland Whisky. Joa, nett. Für die aktuell aufzurufenden 56, 57, 58 Euro, habe gerade von einer halben Stunde in den Shop meines Vertrauens geguckt, bei dem Whiskyhändler meines Vertrauens. Da steht er drinnen mit 57 Euro. Völlig überzogen, völlig überteuert. Für eine durchschnittliche Nasabfüllung zu teuer. Wenn ich jetzt so vergleiche, im selben Shop gab es den Winters Gold für 36, 37 Euro. Angemessener Preis. Kann man machen, muss man nicht. Der zweite Schluck war süßer. Honiglastiger. Und jetzt schon fast am Met. Also eine schöne Honignote. Ja, orange Stärke. Ja. Der zweite Schluck war angenehmer. Definitiv. Ohne diese Bitter-Aromen, die so einen Orangenschalen erinnert haben, sondern wirklich mehr so auf süße Orange, ne? Guck ich gerade. Ne? Hier. Das ist ein Kastanienhonigmet. Und natürlich nicht gefärbt. Ah, also Farbe, ne? Erinnert mich stark an diesen hier. Es gibt noch einen ähnlichen Orangenblüten-Honigmet. Der schmeckt so wie so eine Mischung aus diesem Kastanien-Honigmet und den Orangenblüten-Honigmet. Also sehr, sehr honiglastig. Also der zweite Schluck fand ich deutlich besser. Trotzdem finde ich das völlig überzogen, die 57 oder 55 also, Euro für diese Game of Thrones-Abfüllung. Wenn ich mal davon ausgehe, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber der Gedanke ist naheliegend, dass es sich hinter diesem Winters Frost und dem Winters Gold handelt, den ich denn für 35, 36 Euro kriege. Für 35, 36 Euro kann man es machen. Würde ich sagen, ist ein guter Easy Drinking Whisky, der einen nicht überfordert, der ganz süffig, lecker ist, wo man auch, sag ich mal, Einsteiger an die Welt des Whiskys heranführen kann. Ohne die hier zu verschrecken oder so oder irgendwie zu überfordern. Die Aromen, die er hat, sind sehr offensichtlich. Ne? Präsentieren sich gut. Und ja. Wäre jetzt so mein Fazit. Ne? Frechheit für den fast 60 Euro zu nehmen. 30, 35 Euro. Völlig angemessener Preis. Ne? Macht jetzt neugierig. Mal gucken, ob ich irgendwie an den Winters Gold rankomme. Wird mich jetzt schon mal jucken, die im Vergleich zu haben. Aber wie gesagt, wer es von euch schon mal getan hat, schreibt mir doch bitte das in die Kommentare rein. In dem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben. Die es noch nicht getan haben, würde ich mich über ein Abo freuen. Und noch mehr freue ich mich natürlich, wenn ihr wieder zuschaltet, wenn ich hier für euch einen Whisky probiere. In dem Sinne, euer Ansgar, euer Whisky-Wikinger. Ciao.